Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Michael ist zwar gerade erst von seiner Ferieninsel zurückgekehrt, doch ich habe gleich den nächsten Urlaub für ihn gebucht und ihn in die Wüste geschickt. Danke Dennis und das Recht für diese komfortable Unterkunft. Für alle, die jetzt auch so einen Luxus-Ferienbungalow wollen, fasse ich daher mal eine Bauanleitung zusammen. Denn zum Beispiel für Kreuzzuggefechte in Saga oder Shootouts in Western Tabletops kann man solche Hütten ja immer gebrauchen. Neben Farben, Pinseln und Streus werden für den Bau einer solchen Wüstenhütte 5 mm dicke Schaumpappe, 5 mm dicke Kantholzstäbchen, Holzleim, ein Lineal und ein scharfes Cuttermesser sowie ein Stück Schwamm benötigt. Das kann aber auch gerne Schaumstoff aus einer Verpackung sein. Als erstes wird die Schaumpappe für die Wände zurechtgeschnitten. Wir haben hier einen Rest schwarze Schaumpappe von 5 mm Dicke, aus dem wir 4 Stücke mit folgenden Maßen heraustrennen. Zwei Teile von 10 cm Breite und 7 cm Höhe und zwei Teile von 9 cm Breite und ebenfalls 7 cm Höhe. Der nächste Schritt ist das Einzeichnen von Türen und Fenstern. Da wir für den 28 mm Maßstab bauen, ist für die Tür eine Höhe von 4 cm und eine Breite von 2,5 cm angebracht. Die Fenster machen wir 1,5 cm hoch und 1 cm breit. Man könnte sie natürlich auch quadratisch und somit 1,5 cm breit machen. Das ist Geschmackssache. Ist alles eingezeichnet, werden Türen und Fenster mit einem scharfen Cuttermesser herausgeschnitten. Und so sehen dann unsere 4 Wände aus. Eine Tür und 3 Fenster. Das sollte reichen. Die Wände werden später noch verputzt, doch an einigen Stellen sollen unter dem Putz einige Ziegel hervorschauen. Statt nun Ziegel aufzukleben, wird die Oberfläche der Schaumpappe leicht mit dem Cuttermesser eingeschnitten. Zieht einfach ein paar Linien in ca. 1 mm Abstand und schneidet danach einige Querlinien hinein, sodass ein Mauerwerk entsteht. Schnitzt solche Ziegelreihen am besten auf allen 4 Wänden und an unterschiedlichen Stellen ein. Nun wird ein 5 mm Kantholzstab auf alt getrimmt. Dies kann entweder ein Balsaholzstäbchen oder ein Raketenstab von Silvester sein. Geht als erstes ein paar Mal mit einer Drahtbürste übers Holz. Schnitzt dann mit einem Cutter vorsichtig an den Ecken herum und zieht abschließend mit der Klinge die Maserung nach, sodass kleine Furchen entstehen. Schneidet oder sägt dann 8 Stücke von je 1,5 cm Länge ab. Die Hütte soll im Inneren eine Höhe von 5 cm haben. Entsprechend zeichnen wir auf den beiden langen Wandseiten eine weitere Hilfslinie ein. Unterhalb dieser Linie werden nun 4 5x5 mm kleine Markierungen für die Kanthölzer eingezeichnet, die dann das Dach tragen sollen. Der Abstand zueinander kann gerne Pi mal Auge erfolgen. Er sollte nur etwa zwischen 2 und 2,5 cm liegen. Anschließend werden die Markierungen ebenfalls herausgeschnitten und die Holzstückchen mit einem Tropfen Leim so hineingeklebt, dass sie auf beiden Seiten etwa gleich lang herausragen. Damit es dann so aussieht. Jetzt geht es an den Zusammenbau. Schnappt euch Holzleim und streicht damit die Kanten der langen Wände ein. Klebt dann die kurzen Wandseiten fest und nutzt Stecknadeln, um die Klebestellen zu fixieren und euch langes Festhalten zu ersparen. Als nächstes wird aus Schaumpappe ein Dach zurechtgeschnitten. Insgesamt soll ja eine Fläche von 10x8 cm abgedeckt werden. Da die Wände aber noch verspachtelt werden und das Dach später bequem herausgenommen werden soll, zieht an jeder Seite etwa 3 mm ab. Schneidet also ein 9,7 cm mal 7,7 cm großes Stück zurecht. Ist alles angetrocknet, geht's ans Anrühren der Spachtelmasse. Wir haben zu Testzwecken dieses Mal Stevalin genommen, weil wir unser Gelände oft transportieren. Stevalin kennt ihr wahrscheinlich von unseren Formen- und Abgießen-Videos und ist nach dem Aushärten wesentlich fester als Spachtelmasse und damit eine echte Alternative. Wenn ihr euer Gelände nicht viel transportiert, geht natürlich auch Spachtelmasse. Die Masse sollte etwa puddingförmig und etwas dickflüssiger als üblich sein. Bestreicht dann dünn damit die Wandflächen, am besten nehmt ihr hierfür einen leicht feuchten Pinsel, den ihr anschließend jedoch fix wieder auswaschen solltet, vor allem wenn ihr das schnell härtende Stevalin nehmt. Tupft dann mit einem Stück Naturschwamm oder Schaumstoff so auf der Masse herum, dass eine raue und ungleichmäßige Oberfläche entsteht. Die Stellen mit den Ziegeln werden natürlich nicht zugespachtelt.
nur ein klein wenig mit dem Schwamm abgetupft, sodass sich kleine Reste ablagern. Bei den Holzstückchen müsst ihr etwas Acht geben und die Masse gegebenenfalls mit einem feuchten Pinsel wieder entfernen. Zudem solltet ihr aufpassen, dass die Feuchtigkeit aus der Masse nicht den Leim anlöst. Sollten sich dennoch die Klebestellen lockern, legt einfach eine Pause ein und macht nach dem Trocknen weiter. Anschließend muss alles mehrere Stunden gut durchtrocknen. Sind danach an den Klebestellen noch Fugen zu sehen, rührt erneut etwas Spachtelmasse an, jedoch dieses Mal dünner, und pinselt damit die Fugen zu. Kommen wir zu der Base, auf der die Hütte stehen soll. Wir haben kürzlich bei IKEA einige Plastiktischsets für nur 50 Cent gekauft, die somit deutlich günstiger waren als Plastikkarton aus dem Modellbaubedarf. Hieraus schneiden wir nun eine Base zurecht, und zwar so, dass der Base-Rand genau 2 Zoll Abstand von den Wänden der Hütte entfernt ist. Warum? Bei Saga müssen Einheiten in der Regel 2 Zoll Abstand zu Gebäuden einhalten. Und bei unserer Base-Größe ersparen wir uns dann künftig jegliches Abmessen. Aber Pappe geht selbstverständlich auch. Habt ihr euch also für ein Material und eine Basegröße entschieden, bestreicht die Fläche großzügig mit Leim. Setzt die Hütte drauf und streut ein paar kleinere Steinchen oder etwas sehr groben Sand ums Haus drumherum. Den Sand für den Boden im Haus lassen wir durch ein Sieb rieseln, um einen möglichst glatten Untergrund zu erhalten. Denn wer hat schon Steine in der Wohnung? Drumherum kommt dann normaler Sand. Beschwert die Hütte dann mit einem Buch, damit sie richtig fest auf die Base gepresst wird. Danach muss alles einige Stunden lang gut durchtrocknen. Kommen wir zur Bemalung. Als erstes wird ein mittleres Braun für den Sandboden angemischt. Sofern ihr keine passende Farbe habt, mischt ein dunkles Braun und einen hellen Sandton nach Geschmack zusammen. Gebt noch etwas Wasser und auch Leim hinzu, um die Sandkörner zu fixieren. Damit wird dann der komplette Bodenbereich bemalt. Die Wände möchten wir etwas rötlicher in einem Lehmton bemalen. Denn nicht überall sind oder waren solche Hütten schon weiß gekalkt. Außerdem kann das Gebäude dann so universell eingesetzt werden, zum Beispiel auch für einen Western-Tabletop wie Dead Man's Hand. Also fügen wir den beiden Brauntönen von vorhin noch etwas Rot hinzu. Damit werden nun die Innen- und Außenwände und natürlich auch das Dach bemalt. Ist alles getrocknet, werden die Bereiche mit den Ziegeln mit einem braunen Wash abgedunkelt, um die Fugen zu betonen. Die größeren Steine auf der Base malen wir zudem dunkelgrau an. Diesem Dunkelgrau wird nun etwas von der hellen Sandfarbe beigemischt, um damit dann den gesamten Boden trocken zu bürsten. Nehmt hierzu am besten einen sehr breiten Borstenpinsel. Und solltet ihr hierbei an die Wände kommen, ist das überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, so schafft ihr einen prima Übergang, schließlich steht die Hütte in einer staubigen Wüste. Weiter geht's an den Wänden, wofür ihr wieder zu der rötlichen Grundfarbe und am besten einen weiteren breiten Pinsel greift. Mischt dem Lehmrot etwas Ocker und etwas von der hellen Sandfarbe bei und bürstet dann damit die kompletten Wandflächen und das Dach trocken. Hier und da könnt ihr mit dieser Farbe auch Stellen am Boden trocken bürsten, um den Untergrund farblich aufzulockern. Im Gegenzug nehmt ihr den Bodenfarbton von vorhin und geht damit leicht über die Außenwände. Hält die Wandfarbe nun weiter mit dem hellen Sandton auf und bürstet erneut über die Außenwände und das Dach. Bürstet dann innen ebenfalls den Dachbereich, also nur die Stellen oberhalb der Hölzchen. Kommen wir wieder zum Boden. Hält die Farbe von vorhin mit dem hellen Sandton auf und bürstet damit über die Bodenflächen außerhalb und innerhalb der Hütte. Fügt das Dach ein und bürstet mit nur ganz wenig Farbe auf dem Pinsel etwas Staub und Sand in die Ecken. Auch die Außenwände bekommen so einen passenden Verwitterungseffekt verpasst. Als nächstes kümmern wir uns um die Holzbalken, die das Dach tragen. Nehmt als Grundfarbe ein mittleres Grau mit einem leichten Braunstich, denn von der Sonne getrocknetes Holz ist bekanntlich grau und kaum noch braun.
Anschließend werden die Holzteile schwarz gewascht, um die Maserung zu betonen. Nach dem Trocknen greifen wir zu dem reinen Sandton und bürsten damit vorsichtig und mit nur ganz, ganz wenig Farbe auf dem Pinsel über das Holz und die Außenbereiche der Hütte. Nebenbei haben wir uns aus ganz normalen Rührstäbchen noch ein paar Fensterluken und eine Tür gebastelt und alles genau so wie die Holzbalken bemalt. Die Tür ist knapp 2 mm größer als der Türrahmen, damit wir sie bequem von innen ankleben können. Die Fensterluken sind 2 mm höher als die Fenster selbst und genau halb so breit wie ein Fenster. Die Fensterluken werden nun mittig neben die Fenster geklebt und die Tür dann von innen an die Wand geleimt. Wer mag, kann wie in unserem Außenposten-Video auch aus Pappe zwei Scharniere basteln, damit sich die Tür öffnen und schließen lässt. Damit die breite Base nicht so karg aussieht, platzieren wir im Haus noch ein paar Säcke und Kisten aus einem Set von Tabletop Art. Auch diese Sachen haben wir so wie das sonstige Holz bemalt. Bei den Säcken haben wir allerdings ein Ocker als Grundton verwendet. Auch unsere obligatorischen Grasbüschel dürfen nicht fehlen. Natürlich könnt ihr auch normales Streu aufkleben. Achtet nur darauf, dass der Bewuchs wüstentypisch und nicht zu dicht ist. Und wer dann immer noch Lust aufs Gestalten hat, kann mit passenden Pigmenten weitermachen. Nehmt euch einen Borstenpinsel und bürstet immer nur wenig Pigmente auf einmal auf den Boden und die Außenwände. Dann draußen einmal kräftig abpusten, eine weitere Fixierung ist bei solchen Geländestücken nicht nötig. Und sobald euch der Stand der Dinge gefällt, ist die Hütte dann auch schon spielbereit. So, das war's leider schon für heute. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Was ist euch so in den letzten Wochen Heißes passiert? Sagt uns das, schreibt uns das unten in die Kommentare, schickt uns ein Foto. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.